Danke, Frau Vorsitzende, Frau Bundesminister, Kollegen im Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren hier im Saal und vor den Bildschirmen. Ja, Frau Bundesminister, wir werden heute gegen diese Gesetzesnovellierung im Bereich Kindesmissbrauch keinen Einspruch erheben und somit das natürlich auch unterstützen, dass hier etwas passiert. Was allgemein gerne vergessen wird, jedes einzelne Bild und jedes einzelne Video entsteht durch realen Missbrauch, durch Vergewaltigung. Das sind abscheulichste Verbrechen an den Schwächsten in unserer Gesellschaft und deshalb kann ich auch nicht nachvollziehen, dass ein Rechtsanwalt dann in der Öffentlichkeit so etwas von sich gibt, wie es handelt sich dabei lediglich um ein digitales Delikt. Nein, sicher nicht, denn für uns Freiheitliche ist es unerheblich, ob jemand diese Verbrechen selbst begeht oder ob jemand durch den Erwerb von Bildern oder Videos die Produktion derartiger Verbrechen fördert. Sexueller Missbrauch bei Kindern, das ist ein Mord an Kinderseelen. Und die Kinder und ihre aus diesem unermesslichen Leid resultierenden Bedürfnisse müssen für uns in der Politik im Mittelpunkt stehen. Die Täter müssen wiederum mit voller Härte des Gesetzes bestraft werden. Das Recht muss auf der Seite der Opfer stehen und für uns steht der Schutz der Gesellschaft an erster Stelle. Positiv, und das haben auch meine Vorredner angesprochen, sehen wir vor allem auch die begriffliche Änderung, nämlich auch eine sprachliche Verbesserung weg vom Wort Kinderpornografie, weil das in Wahrheit euphemistisch wirkt und nicht das widerspiegelt, was es tatsächlich ist, weil Pornografie ist meist normalerweise freiwillig und oftmals gegen Bezahlung, sprachlich hin zu Strafbestimmungen zu bildlich sexualbezogenen Kindesmissbrauchsmaterial und eben solcher Darstellungen minderjähriger Personen. Und das klingt zwar sperrig, aber das ist ein ganz eindeutiges Statement und das ist ganz wichtig und das ist wirklich ein ganz wichtiger Fortschritt auch in diesem Gesetz. Ich bringe hier aber auch ganz klar zum Ausdruck, dass für uns diese Verschärfung trotz allem, was passiert, zu kurz greift. Wir haben uns mehr erhofft und für uns ist das nur ein erster Schritt von vielen in die richtige Richtung. Was wir kritisieren, ist, dass sich manche hier feiern lassen, weil Strafen erhöht werden, obwohl einiges nicht ganz zu Ende gedacht wurde. Im Paragraph 207a Strafgesetzbuch zum Beispiel wurde die Mindeststrafe für das Herstellen, für das Anbieten, das Verschaffen und das Überlassen und Vorführen von Kindesmissbrauchsmaterial, die Mindeststrafe auf 6 Monate angehoben. Die Höchststrafe von 3 Jahren bleibt hier aber gleich. Dann findet man eine weitere Anpassung dazu, nämlich mit Freiheitsstrafe von 1 bis zu 5 Jahren ist zu bestrafen, wer die Tat nach Absatz 1 auf viele Abbildungen oder Darstellungen begeht. Viele ist da ein sehr schwammiger Begriff, eigentlich nicht wirklich leicht zu definieren. Und in den Erläuterungen dazu findet man, dass hier von zumindest 30 verböhnten Abbildungen oder Darstellungen gesprochen wird. Die Frage ist aber, wenn es jedes Mal nur 29 sind, fällt das dann unter die geringere Strafandrohung? Und was dabei komplett außen vor bleibt mit dieser Formulierung, das ist in Wahrheit die Grausamkeit und auch der Unwert der Darstellung. Das bedeutet in der Praxis, dass die Strafe von 1 bis zu 5 Jahren erst ab viele Darstellungen zu tragen kommt. Nicht aber, weil diese zum Beispiel besonders grausam oder besonders widerwärtig sind. Nein, deshalb nicht, sondern weil es eben 30 sind. Und genau darin sehen wir auch eine Gefahr, dass es wie eine Art Umgehungsanleitung gesehen werden kann, wie weit darf ein Pädophiler gehen, dass er im Falle einer Überführung dann doch noch mit der geringeren Strafe davonkommt. Ganz nach dem Motto, ganz egal, wie grausam und brutal und widerwärtig, aber wenn du unter 30 bleibst, dann kommst du mit der geringeren Strafe davon. Und das hat ja sogar die Staatsanwaltschaft kritisiert. Das sind jetzt nur einige Beispiele, warum wir mit der Novellierung
unzufrieden sind. Wie gesagt, es ist ein kleiner Schritt in eine richtige Richtung, deshalb unterstützen wir diese Novellierung, aber mit Sicherheit ist das noch viel zu wenig. Und meine Damen und Herren, wenn der Fall Teichtmeister, über den ja sehr viel gesprochen wurde, etwas Gutes hat, dann, dass Teichtmeister aufgrund seiner Bekanntheit, aufgrund seiner Berühmtheit die Thematik von Kindesmissbrauch wieder in die Gedächtnisse aller Menschen gebracht hat und dass jetzt auch wieder ähnlich offen darüber gesprochen und diskutiert wird. Denn diese Sensibilisierung war höchst notwendig. Der Fall Teichtmeister ist alles andere als ein Einzelfall. Diese Form des Kindesmissbrauchs findet oft, sehr oft, wahrscheinlich öfter als wir denken, statt. Nur leider kommt es selten bis nie an die Öffentlichkeit. Und aus unserer Sicht ist auch der Fall Teichtmeister selbst noch offen. Ich weiß, es gab eine Verhandlung und eine Verurteilung, aber für uns liegt da einiges noch im Argen. Was wir nach wie vor wissen wollen, ist, woher zum Beispiel oder von wem hatte der Herr Teichtmeister die Bilder, die er dann selbst teilweise weiterverarbeitet hat. Gibt und gab es Komplizen, also Mitwisser und Mittäter? Wurden hier die Ermittlungen tatsächlich so geführt, dass ausgeschlossen werden kann, dass über Teichtmeisters Kanäle, sprich Handy, Laptop, PC, Festplatten, was auch immer, weitere Täter ausgeforscht werden können? Und für uns auch eine zentrale Frage, gab es Fürsprecher Teichtmeisters innerhalb der Justiz, da er ja nicht einmal in U-Haft kam? Es waren ja nicht nur das Kindesmaterial, Kindesmissbrauchsmaterial belastend, es wurden ja auch 110 Gramm Kokain bei ihm gefunden. Und ich muss sagen, das ist ja keine Kleinigkeit, da sind andere wirklich wegen viel weniger schon eingefahren. Und ich war bisher immer der Meinung, Justitia ist blind, aus gutem Grund, weil dadurch alle vor dem Gesetz gleich sind. Aber manche sind vor dem Gesetz anscheinend doch gleich und das macht mich nachdenklich und auch ein bisschen traurig. Und vielleicht können Sie, Frau Justizministerin, heute ein paar dieser Fragen beantworten oder ein bisschen Licht dazu ins Dunkel bringen, weil wir da wirklich ja, komplett im Dunkel gelassen wurden. Im Nationalrat wurde von uns auch ein Kinderschutzantrag von einem freiheitlichen Kinderschutzpaket eingebracht, denn wie zuvor beschrieben, greift dieses Kinderschutzpaket für uns zu kurz. Und auch wie bereits bewährter Manier gibt es dazu einen Mehrpunkteplan. Jetzt kann sein, dass Sie nicht alle Punkte von uns gut finden, aber wenn Sie dann im Nachhinein wieder den einen oder anderen Punkt davon herausnehmen und umsetzen, dann sind wir in Wahrheit eh schon zufrieden. Mehr erwarten wir uns auch nicht mehr. Es wäre nur wünschenswert, wenn die Damen und Herren der Regierungsparteien endlich damit aufhören zu sagen, wir Freiheitliche bringen nie konstruktive Vorschläge, weil das einfach unrichtig und unwahr ist. Wir bringen immer wieder unzählige Vorschläge ein. Viele davon sind sogar so gut, dass sie dann still und heimlich umgesetzt oder in ihr Wording übernommen werden. Und ich bringe daher folgenden Entschließungsantrag der Bundesräte Steiner, Spanring und weiterer Bundesräte ein. Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Justiz, wird aufgefordert, dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf der folgenden Punkte zum Inhalt hat vorzulegen. Erstens, ein lebenslanges Tätigkeitsverbot für Täter überall dort, wo sie mit Minderjährigen und allen anderen schutzbedürftigen Personengruppen zu tun haben könnten. Nämlich ein absolutes Tätigkeitsverbot. Das, was wir heute beschließen, ist ein lückenhaftes Tätigkeitsverbot. Zweitens, die drastische Verschärfung der Mindest- und Höchststrafen bis hin zu lebenslanger Haft. Da gehen uns die Straferhöhungen zu wenig weit. Vor allem Mindeststrafen wären oft notwendig. Drittens, einen lebenslangen Strafregistereintrag. Das ist auch ganz wichtig im Zusammenhang mit dem Tätigkeitsverbot und auch gleich wieder verbinden mit dem Punkt 4, einen kostenlosen Zugriff auf das eigene digitale Strafregister. Damit kann man dann jederzeit nachweisen, dass man eben nicht belastet ist. Fünftens, ein Verbot öffentlicher Förderungen für Einrichtungen, die verurteilte Kinderschänder beschäftigen.
Sechstens, die Übernahme aller Therapie- und Verfahrenskosten der Opfer durch den Staat, der sich diese im Nachhinein wieder vom Täter zurückholt. Das wirkt dann nämlich general- und spezialpräventiv und hilft auch den Opfern. Siebtens, den Ausbau der Volksanwaltschaft zur zentralen Anlaufstelle für Kindesmissbrauchsopfer. Achtens, die Ausdehnung der zivilrechtlichen Verjährung auf über 30 Jahre hinaus. Heute mehrmals Thema war zum Beispiel das Heimopfergesetz. Eben weil ja gerade Opfer des Kindesmissbrauchs meist spät die Möglichkeit haben, das, was da in der Kindheit vielleicht passiert ist, aufzuarbeiten und dann auch entsprechend im Nachhinein tätig zu werden. Neuntens, den Ausbau aller Kapazitäten im Kampf gegen Kindesmissbrauch. Zehntens, das fehlt völlig im Gesetz, ein Verbot von Kindersexpuppen und sogenannten pädophilen Handbüchern. Das, bevor ich mich mit dem Thema befasst habe, habe ich nicht einmal gewusst, dass es das gibt. Elftens, den Ausbau der psychologischen Verfahrenshilfe für Opfer während des Verfahrens. Und zwölftens, den Abbau von Hürden beim Zugang zu Triebhämmern. Das ist nämlich insofern essentiell, damit die Gesellschaft wirklich geschützt werden kann, Stichwort Prävention. Denn es gibt ja welche, die wissen, welche Neigung sie haben, aber diese gar nicht ausleben wollen. Auch diese Menschen gibt es. Auch das soll nicht vergessen werden. Wie gesagt, ich erwarte mir heute von Ihnen nicht, dass Sie zustimmen, auch wenn es natürlich wünschenswert wäre. Ich bin schon zufrieden, wenn Sie die eine oder andere Idee von uns übernehmen, aber es ist ja nicht mehr lange diese Regierung, die zählt, sondern es ist ja sehr bald wieder Herr und Frau Österreicher am Wort, Stichwort Nationalratswahl. Und die Österreicher sehen schon klar und deutlich, dass wir Freiheitliche immer wieder sehr gute Vorschläge bringen, dass wir gute Lösungsansätze haben und dass wir deshalb im Gegensatz zu anderen auch glaubwürdig sind. Das war bei Corona so, das ist in der Wirtschafts- und Energiepolitik so, samt den Knieschutzsanktionen gegen Russland. Und auch heute ist es der Fall. Am Ende unseres Tages werden Sie einsehen, dass unser Antrag richtig und wichtig ist. Und Strafen allein ist zu wenig. Was zählt, ist in erster Linie Prävention. Und das wäre mit unserem Kinderschutzpaket sichergestellt.